Hallihallo, da sind wir wieder. Ja, wir haben uns eine kleine Auszeit gegönnt und deswegen, also ihr merkt jetzt nicht so besonders, weil wir doch relativ... Olaf, du klingst so anders jetzt. Ich klinge so anders. Ja. Hast du eine Jungkur gemacht während des Urlaubs? Ich bin erholt, das ist es wahrscheinlich. Ah. Ja. Sehr schön. Ja, wir wollen euch wieder was erzählen. Und zwar starten wir jetzt mit dem zweiten Teil des Radio Septembers. Ja, und da werfen wir uns einfach gleich rein. Zeit ist Geld. Radio Tatort hatten wir schon im ersten Teil erwähnt. Es geht weiter. 19.04 Uhr am 16. September kommt er nochmal im WDR 3, unten am Fluss von Robert Hültner. Dann, ich weiß gar nicht, vorgestellt hatten wir es euch, glaube ich, noch nicht. Frau Hegnauer kommt von Lisa Stadler. Echt nicht? Ein ich glaube nicht. Ich weiß nicht, dass wir darüber gesprochen haben, aber ich weiß nicht, ob wir es tatsächlich vorgestellt haben. Es geht da um, ja, um das Thema Sterbehilfe. Thomas, der Protagonist, ist erkrankt und so erkrankt, dass er das nicht überleben wird und wählt den in der Schweiz etwas einfacher zugänglichen Freitod mittels einer Organisation, die ihm bei der Sterbehilfe, nee, die Sterbehilfe durchführt. Jetzt schildert man quasi den letzten Abend, bevor die Frau Hegenauer kommt, die also die Vertreterin dieser Organisation ist. Ja, weniger geht es tatsächlich um die Sterbehilfe als die Tatsache, wie die Freunde und Bekannte mit diesem Tod umgehen. Also sie sind alle nochmal zusammengekommen, um Abschied zu nehmen. Das ist halt total spannend, weil die halt ganz unterschiedliche Herangehensweisen an dieses Thema Tod haben, diesen Tattoo-Buch, mit dem, wo man jetzt quasi unmittelbar davor steht und weiß, der Mann, um den es da geht, ist in Bälde nicht mehr da. Also das ist schon sehr interessant und ich fand das wirklich gut und ein sehr hörenswertes Stück. Absolut. Ja, und ungewöhnlich einfach von der Geschichte her und diese Situation fand ich auch sehr spannend. Dann eine Stunde später, 21.05 Uhr im BR2, den sechsten Teil von Neid von Elfriede Jelinek und den Radiotatort nochmal eine Stunde später, 22.03 Uhr im SWR2. Und ja, dann kommt der Unklapp. Ich vermute, es war unentschieden. Ja, 0:05 Deutschlandfunk. Jetzt hat schon wieder Ping gemacht. Spielst du Klavier nebenher, Olaf? Nein, ich habe eigentlich nur den. Ich habe gerade meine Liste geholt, um den Strich zu machen bei uns Ach beiden. Ach so. Ach, und dann macht's mal Ping. Das ist schön. Das wahrscheinlich. Ich hole mir jetzt noch einen Stift, das kann auch nochmal Ping machen. Ja, da greift der Deutschlandfunk tief ins Archiv und zerrt einen guten alten abgehangenen Krimi von Agatha Christie aus dem Archiv des NDR 1956, nämlich der Mord an Roger Ackroyd oder Alibi. Ist allein deswegen hörenswert, weil es halt Agatha Christie-Hörspiel ist. Da gibt es ja nicht so wahnsinnig viele von. Das ist ja doch sehr überschaubar, trotz der großen Masse, die Agatha Christie gemacht hat. Das habe ich immer eine rechte Frage. Das habe ich auch nie so genau verstanden. Was bei anderen kein Problem ist, bei Agatha Christie. Ja, es gibt da, glaube ich, irgendwie wegen den Verfilmungen irgendwelche Sperrvermerke drauf, glaube ich. Mhm. Weißt du, das scheint da ein größeres Problem zu gehen. Ich verstehe es auch nicht, warum. Aber Agatha Christie ist ja noch nicht so lange tot, oder? Ach so, das an dem liegt. Die ist ja noch nicht gemeinfrei. Gestorben, das heißt, sie sind ja nicht gemeinfrei. Ist ja noch lange nicht gemeinfrei, das stimmt, ja. Nee. Oh, dann wissen wir ja, wann es eine Flut an Hörspielen geben wird. Ja, kann man schon die Uhr nachstellen. Hm. Ja, also wie gesagt, hörenswert, weil eben wenig Agatha Christie, obwohl mich, also ich muss sagen, der Hauptdarsteller Josef Offenbach als Poirot, das war irgendwie nicht meins, muss ich sagen. Aber naja, gut, Geschmackssache. Aber allein wegen dem Event ist es schon ein Ohr wert. 17. September, 14 Uhr, bei Ö1 gibt es die lächerliche Finsternis von Wolfram Lotz zu hören. Auch da könnt ihr reinhören, das gibt es natürlich wie bei Ö1 immer auch zum Nachhören. Jo, dann ein Schwung Hörspiele beim BR2. 15.05 Uhr am Samstagnachmittag das Hörspiel Vorrede von Helmut Heisenbüttel, BR-Produktion aus 1970. Und um 15.13 Uhr zwei oder drei Porträts, ebenfalls Helmut Heisenbüttel. BR, NDR, SR, Koproduktion aus 1970. Genau, dann gibt es den Zwischenbericht zu diesem Hörspiel von Klaus Ramm, eine Neuproduktion. Und dann gibt es eine Neuproduktion dieses Hörspiels, zwei oder drei Porträts von Helmut Heisenbüttel. Auch das gibt es erstmals dann zu hören. Das wird dann so gegen 10 nach 4 sein. Und dann sagt Ulrich Lampen noch was dazu um 16.49 Uhr. Da haben wir diesen Block quasi zu Ende. WDR 5 hat dann den Radiotatort im Programm um 17.05 Uhr und um 19.05 Uhr gibt es auf der gleichen Welle den vierten Teil von Trolle nach Irland. Und hier muss ich gleich einhaken. Wir haben im letzten Monat gesagt, es hieße, es würde Trolle nach Island gesendet. Nicht im letzten Monat, im letzten Teil. Es ist Trolle nach Irland wird gesendet. Sorry dafür, das war irgendwie ein Kommunikationsproblem. Ist ja nur ein Buchstabe. Ja, Silas, geh in die Ecke und geißel dich. Ja, mach ich. Ist aber genauso gut. Also... Nach der Sendung. Achso, nach der Sendung. Um 19.05 Uhr gibt es im WDR. Achso, das hatten wir schon. Entschuldigung. Jetzt hast du mich rausgeschmissen hier.
Um 20 Uhr im SRF 2 Kultur gibt es das Hörspiel Drüberleben von Katrin Wessling, eine SRF-Produktion aus dem vergangenen Jahr. Ja, die hatten wir euch aber vorgestellt. Genau. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dann ein Schwarm Regenbrachvögel ist ein Hörspiel von Martin Tat. Das ist um 20.10 Uhr beim Deutschlandfunk zu hören. Ich fand es jetzt nicht so überwältigend, aber ihr könnt ja gerne mal hören. Also mich hat es ganz schön gelangweilt. Was um alles in der Welt sind denn Regenbrachvögel? Brachvogel, okay, aber Regenbrachvogel, mögen die Regen? Wahrscheinlich. Das erklärt dann das Hörspiel. Das erklärt auch, bestimmt. Warum es so langweilig ist. Am Samstagabend um 21.04 Uhr bzw. 5 gibt es dann nochmal den Radiotatort im SWR 4 und im NDR Info. Und dann Sonntagmorgens früh aufstehen, 7.05 Uhr, eine neue Wumme beim BR 2. Wumme, die Katze und die Meise von Ernestine Koch. MDR hat auch ein Kinderhörspiel und zwar von Max Kruse. Kaspar Laris Abenteuer, die Geisterstunde, eine SFB-Produktion aus 1981. Und eine Stunde später im Deutschlandradio Kultur, 8.05 Uhr. Der Supertrumpf von Esther Becker, Deutschlandradioproduktion aus dem vergangenen Jahr. Ja, wie immer um 11.10 Uhr gibt es bei SRF 3 einen neuen Fall von Philipp Maloney von Roger Graf. Dann, ja, das ein bisschen eigenartige Hörspiel, Seelenlandschaft mit Pocahontas. Das hatten wir, glaube ich, in den Anfängen des Orcas irgendwann mal vorgestellt, glaube ich, oder? Um 14.05 Uhr. Ganz früh im Orcast, ja. Sonntagnachmittag 14.05 Uhr im HR2, ein Hörspiel von Arno Schmitz. Arno Schmitz, hat der nicht auch alles über Sally? Nee, das war Arno Geiger. Arno Geiger, aber Arno Schmidt ist, da, ist das nicht gemacht. der Remsmar, der quasi diese Gesellschaft leitet. Der Arno Schmidt, ist das Arno Schmidt-Gesellschaft? Aha. Dieser Zigaretten-Mogul, der da mal entführt wurde. Sagt ihr das was? Der hat doch so, ich meinte, der wäre das. Aha. Also das wäre Arno Schmidt. Also ich fand das toll. Du fandst das toll? Hätte ich gar nicht, ja, ich hätte das, weil da meine Erwartung eine ganz andere war. Ich habe gedacht, jetzt kommt der größtmögliche Kunstquatsch, aber das war tatsächlich hörenswert. Das hat mich doch recht gut unterhalten, auch über die 86 Minuten, die es dauert. Also ich kann mich nur erinnern, dass ich es merkwürdig fand. Ich fand es toll in die Zeit gesetzt. Also das hat mir irgendwie total gut gefallen. Also es hatte so eine Lebendigkeit. Es geht ja da um die 50er Jahre und das war irgendwie, kam das total gut rüber. Das hat man quasi in so leicht koloriert gesehen. Mhm. Sag mal, kann es sein, dass es zwei Arno Schmitz gibt? Stimmt. Ich habe hier ich bin sogar mit einem Arno Schmidt verwandt. Grüße. Echt? Ich habe hier ein Hörspiel des SDR aus 1957 zum Beispiel. Und die Seelandschaft ist ja von 2010. Ja, das aber das ist ja 60er. Nee, also es wird schon der gleiche sein. Ist das nach dem Buch dann entstanden? Vermute ich, ja. Ah, okay. Nee, also sonst kommt mir nichts bekannt vor tatsächlich. Obwohl da es relativ viel gibt. An die 40 Hörspiele. Naja. Ja, 14.05 Uhr geht es auch weiter. Parallel auf NDR Info gibt es Tyrannosaurus Max von Peter Jacobi mit Z. Auch den haben wir euch schon vorgestellt, oder? Ja. Oder Trolle nach Irland nochmal, den vierten Teil im WDR 5 parallel dazu. Ja, und dann um 15 Uhr ein Hörspiel im BR 2, nämlich das Hörspiel Jenny Janowitz von Michael Dekar, eine Deutschlandradioproduktion aus dem vergangenen Jahr. Kontrollierter Zinkflug ist ein Hörspiel von Schauplatz International, eine Neuproduktion des Schweizer Radio und Fernsehen. Ursendung und Downloadmöglichkeit ist um 17.05 Uhr bei SRF 2 Kultur. Dann aufgemerkt, ein guter alter Bekannter, von dem aber irgendwie schon lange nichts mehr gehört haben, gefühlt. Ja. Paul Plamper hat zusammen mit Nils Katzirek ein Hörspiel geschrieben für den WDR, den HR und den Deutschlandfunk 2009. Und das Ganze heißt Der Assistent und läuft um 17.04 Uhr beim WDR 5 am Sonntag. Ja, habe ich tatsächlich jetzt erst auch gehört. Ich weiß gar nicht, warum das so lange bei mir nicht gehört wurde. Weil normal Paul Plamper ist ja eigentlich immer ein Ohrwert. Aber ich habe es jetzt endlich dann doch gehört. Ja, fand das wieder sehr interessant. Es ist wieder mal ein anderes Hörspiel, wobei es gar nicht so direkt nach Paul Plamper riecht. Also es riecht allerdings so nach diesen WDR-Problemhörspielen, die man immer mal so hat, ohne das jetzt abwertend zu meinen. Es geht darum, um einen jungen Mann, der in seiner Branche, im Finanzsektor, ziemlich hohes Tier war. Dann aber entlassen wird und jetzt eine neue Aufgabe sucht und er wechselt in die Ganztagspflege für eine behinderte Frau, die auf eine 24-Stunden-Pflege angewiesen ist. Er macht das mit mehreren Schichten. Ja, und zwischen den beiden diese Situation, die sich da entwickelt, also der Daniel, der also quasi jetzt eine ganz andere Aufgabe hat und die sich auch, ich sag mal, schön redet und die Frau, die zwar auf die Hilfe angewiesen ist, aber auch den Willen hat, sich selbst zu bestimmen. Das passt natürlich nicht auf Dauer. Und ja, es ist
sehr interessant. Es hat ein, ich will nicht sagen ein böses Ende, aber ein ungutes Ende. Und es lässt einen ein bisschen ratlos zurück. Ratlos im Sinne von gewollt ratlos. Also nicht so, dass man sagt, hör, was war denn das jetzt, sondern dass man über die Situation dann doch noch einige Zeit grübeln wird. Und das gelingt dem Hörspiel wirklich gut, dass es auch eine gewisse Nachhaltigkeit hat. Und das fand ich schon wirklich gut. Und deswegen würde ich euch auch dringend ans Herz legen wollen. Ich kenne es tatsächlich noch nicht, trotz Paul Ja, Plumper, ist echt merkwürdig. ich wundere mich auch. Also das normal war ich immer der Meinung, ich hätte alles von Plumper gehört, aber tatsächlich ist mir der Assistent bisher durchgegangen, warum auch immer. Jo, dann gibt es den Radiotatort nochmal parallel zum Assistenten 17:05 im Nordwestradio. Ja, dann ein Hörspiel von Roald Dahl, das der Rundfunk der DDR einst produziert hat, Nerz und Masche. Das sind zwei Hörspiele, wie man es von Roald Dahl kennt, sehr pointiert, sehr böse und sehr hörenswert, weil es halt wirklich schöne, kurze, knackige Krimis sind, die ihr euch nicht entgehen lassen sollt. Wenn ihr Glück habt, findet ihr das Ganze auch noch auf CD. Es ist damals beim DAV als Pocket-Version rausgekommen. Also gibt es da auch. Oder ihr hört es, wie gesagt, im Radio. Es läuft um 18 Uhr auf MDR am 18. September. Jo, dann um 18:30 Uhr ein Hörspiel im Deutschlandradio Kultur, Flashcrafter von Christine Wunicke, NDR-Produktion aus 2006, die ich mal gehört habe. Hochinteressant. Und zwar werden im Endeffekt zwei Geschichten nebeneinander gestellt und die am Ende natürlich miteinander versponnen. Und zwar geht es um ein Paar auf der einen Seite. Die Frau ist ja Sozialarbeiterin, Schrägstrich Psychologin und betreut mehr oder minder einen aus der Justizvollzugsanstalt entlassenen Sträfling, also Ex-Sträfling, und versucht eben herauszufinden, wie es ihm denn geht und ob man ihn quasi auf die Gesellschaft wieder loslassen kann, ob alles in Ordnung ist. Das ist der eine Part der Geschichte, wo aber im Gespräch zwischen den beiden beiderseitige Probleme aufgedeckt werden. Also, weil die Frau, also die Sozialarbeiterin, mit einem ehemaligen Richter verheiratet ist, der, und das ist eben der andere Part der Geschichte, der zu Hause sitzt und vor sich hin mosert, denn ja, er ist schwer krank und an den Rollstuhl gefesselt nach einem Schlaganfall und ja, ein sehr zynischer Mensch geworden durch die ja, Erkrankung und dadurch, dass er eben so eingeschränkt ist in seinem Leben. Und das setzt ihm halt schwer zu und hat ihm auch starke Spuren hinterlassen. Und dementsprechend ist es halt auch schwer, mit ihm umzugehen, tagtäglich. Und er sitzt eben zu Hause und bei ihm zu Hause ist zum gleichen Zeitpunkt eine junge Frau, die die Wohnung putzt. Ja, was ihm halt teilweise auch nicht passt. Er unterhält sich aber dann trotzdem mit ihr und sie ist da sehr unbedarft, redet halt ganz frisch und frei von der Liebe weg. Das Interessante ist, dass an einem gewissen Punkt dann diese junge Haushaltshilfe auf den Ex-Sträfling trifft und eine Liebesbeziehung mit ihm anfängt und gleichzeitig die Frau dann quasi nach Hause zu ihrem schwerkranken Mann kommt. Und dann eben diese Perspektivwechsel stattfindet. Und das Interessante ist dann eigentlich, das ist ein bisschen gedrechselt, aber man ahnt das quasi schon, dass der letzte Fall, den der Richter betreut hat und der ihn immer noch beschäftigt, eben mit diesem jungen Mann zusammenhängt. Und so wird das schön zusammengedrechselt am Ende. Und das hat mir richtig gut gefallen und ist hackenstark besetzt. Leslie Malton, Florian Lukas, Traugott Buhre, Effi Raab selber. Tja, da ist eigentlich schon alles klar. Regie hatte Andrea Ghetto und das kann man sich, sollte man sich auf jeden Fall gönnen. Fand Ist ich stark. notiert. Ein Ja, bisschen eigenwillig, aber stark. werde ich mir mal gönnen. 18. September, 18:30 Uhr bei SWR 2, also genau parallel dazu, also 10 Minuten später als bei SWR 2 üblich, gibt es Ein verrauchtes Idyll von Robert Schön, eine HR-Produktion aus 2015, die wir euch auch schon vorgestellt haben und bei der sich unsere Begeisterung dann doch in argen Grenzen hielt. Meine zumindest. Du fandst es ja wie immer toll. Ja, immer. Ja. Um 21:05 Uhr im Ende der Info gibt es dann das Wechselbälkchen von Christine Lavant zu hören. ORF-Produktion aus 2015. Die Petersens sind auch wieder zurück. Folge 22. Entschuldigung. Genau. Folge 22. Freigeister ist das Ganze, ist von Frank Gruppe und ist eine Neuproduktion von RB und NDR. Und dann kommen wir zum Umklapp übrigens. Schön, freut mich für dich. 0:05 Uhr in Deutschland Radio Kultur von Sonntag auf Montag. Ich höre da so ein Gegrummel im Hintergrund. Nein, alles gut. Hörst du das auch? Nee, ne? Nee, das scheint an der Leitung zu liegen. Gibt es eine Ursendung und zwar von Luise Vogt, das Hörspiel Holzschnitzer. Wo ist denn die Sonne direkt über uns? Direkt über Entschuldigung. uns, Und Fragezeichen. Deutschlandradio Produktion natürlich aus 2016. Ja, 14 Uhr gibt es bei SRF 1 dann I Love My India von Nadja Shastra, eine WDR-Produktion aus 2003.
Und den Assistenten gibt es dann nochmal zu hören am Montagabend 19.04 Uhr im WDR 3. Genau, die Wiederholung von Jenny Janowitz, die läuft um 20.03 Uhr bei BR2 nochmal. Jo, und um 21.05 Uhr im Nordwestradio der Radio-Tatort nochmal. Und dann ist es ja schon 21.30 Uhr und da kommt ja im Deutschlandradio Kultur immer was Feines, nämlich dieses Mal ein sehr, sehr schöner alter Krimi. Informationen für einen Bankraub von Herbert Lichtenfeld und die Goldman Primo-Fans schreien Juhu! Denn ja, genau, das ist auch bei Goldman Primo erschienen. Eine sehr schöne, kurze, knackige Geschichte mit schönen Twists. Ist ein bisschen vorhersehbar letztlich alles. Ja, aber... aber das macht Riesenspaß. Und ich habe es mit Freuden nochmal gehört und wurde bestens unterhalten. Ich habe auch gedacht, ich hätte es nochmal gehört, aber ich glaube, ich habe das vorher noch nie gehört. Seltsamerweise. Es kam mir überhaupt, also null bekannt vor. War tatsächlich angeschaut. Ich dachte, ich hätte alle WDR-Goldmann-Primus irgendwann mal gehört. Aber hier, das bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das noch nie am Ohr hatte. Das Schöne ist halt dieses Wechselspielchen. Es geht nämlich um einen Autor, der ein Buch schreibt über einen Autor, der sich Informationen für einen Bankraub erdenkt und das gemeinsam mit einem Bankdirektor. Ja, und da ist, ja, wechselt diese Perspektive halt immer so schön, weil man nicht so genau weiß, ist Metaebene en masse. Genau. Ist ein bisschen übertrieben manchmal, aber also es verliert sich nie in dieser Idee, sagen wir es mal. Nein, man kommt ganz gut klar. Also es ist wirklich, man kann es ganz gut nachvollziehen, obwohl es tatsächlich alles in eine halbe Stunde gepresst ist. Das ist erstaunlich, macht das ganz gut, ja. Das ist wirklich gut, ja. Was mich so im Nachhinein auch wundert, dass man sich bei Goldman Primo getraut hat, Halbstünder als Kassette rauszubringen. Ja, heute würden sie da mit brennenden Fackeln und Mistgabeln auf die Straßen gehen. Das kam mir auch nicht. Ich will mehr Geld für mein Hörspiel. Andersrum. Ja. Aber wir haben ja, das war ja jetzt schon, neulich hatten wir ja schon einen, oder? Da war ja auch so ein Halbstünder, den wir da hatten, der auf dem gleichen Format lief. Diese Halbstünder sind übrigens deswegen, weil das Ganze läuft ja auf diesem Ost-West-Krimi-Paket, wo es also immer ein Hörspiel aus der BRD und ein Hörspiel aus der DDR gibt. Und das Hörspiel aus der DDR folgt im Anschluss dann um 22 Uhr bei Deutschlandradio die 150.000 Pfund-Sache von Klaus Thomas. Das ist eine Rundfunk der DDR-Produktion aus dem Jahr 1982. Also gleicher Zeitraum ungefähr. Das habe ich noch nicht gehört. Das kenne ich auch nicht. Na, dann sind wir mal gespannt. Dann gibt es noch zum Abschluss zweimal den Radio-Talot unten am Fluss um 22 Uhr bei MDR und um 22 Uhr früher beim RBB. Und ein Schreckmümpferli um 23 Uhr noch. Beim SF1 natürlich. Ja, am Dienstag geht es dann um 19.04 Uhr bei WDR 3 wieder weiter natürlich. No Land Called Home, Rückkehr in die Provinz von Johannes Nischelmann, eine Deutschlandradio WDR-Produktion, Neuproduktion, die ihr auch downloaden könnt. Und am Dienstag 19.20 Uhr im SWR 2 eine Ursendung, und zwar das Hörspiel Amsel von Sarah Magdalena Schüller, eine SWR-Produktion. Ja, und am Regiepult sitzt Judith Lorenz. Ja, dann gibt es ein Hörspiel von Anna Z., was Deutschlandfunk zusammen mit der Schauspielschule Ernst Busch 2015 erdacht hat. Und das Ganze läuft zweimal hintereinander quasi. Im Deutschlandfunk um 20.10 Uhr und um 21 Uhr bei Ö1 gibt es das Hörspiel Funkstille zu hören. Da geht es um geisterhafte Stimmen auf Tonbändern. Also es wirkt mehr wie ein Feature, ist aber tatsächlich ein Hörspiel. Mit halt diesen fiktionalen Feature-Charakteren hat man ja auch schon öfter mal gehabt, sowas. Könnt ihr gerne hören. Ich habe es leider nur geschafft, so die ersten 20 Minuten zu hören. Dann kam wieder irgendwas dazwischen und ich habe es dann leider vergessen weiterzuhören. Also so der ganz große Wurf, dass ich es unbedingt weiterhören wollte, war es dann wahrscheinlich nicht, sonst hätte ich mich nochmal dran erinnert. Aber wen das Thema interessiert, der ist wahrscheinlich hier nicht falsch aufgehoben. Dann am Dienstag um 23 Uhr ein Hörspiel auf 1 live, nämlich No Land Called Home, Rückkehr in die Provinz von Johannes Nichelmann, eine Produktion von Deutschlandradio Kultur und WDR aus 2016. Und das Ganze könnt ihr im Anschluss auch downloaden. Ja, dann gibt es ein Hörspiel, was schon mal kommen sollte, was aber, wo die Ursendung nochmal verschoben wurde. Die soll jetzt am 21. September um 19.04 Uhr bei WDR 3 stattfinden. Ein Hörspiel mit dem wundervollen Titel und einfach zu lesenden Titel Warpop Mixtake Facebook. Nee, Fakebook. Siehst du, ich wusste, dass ich mich da genau verhaue. Warpop Mixtake Fakebook Foxfuck Piece of Schland of Confusion. Ein Hörspiel von End Company & Co. Bitte auswendig lernen, ich frage nächste Mal ab. Wir wissen ja, warum es nicht läuft. Bin gespannt, ob sich diesmal ein Sprecher gefunden hat, der diesen Titel aussprechen kann. Genau. Jo, dann, ja, Hochkultur, wenn man so will, also schriftstellerische.
Ein Hörspiel nach einem Roman von Truman Capote. Das Ganze gibt es am Mittwochabend 20.03 Uhr im BR2, ein Zweiteiler, nämlich Kaltblütig. Eine ganz gruselige Geschichte und ein recht gutes Hörspiel dafür, dass es eine BR-Produktion ist aus 2002, finde ich. Ja, da war ja beim BR noch die Welt in Ordnung 2002. 2002 war sie noch in Ordnung. Ja. Irene Schuck, ja, okay, Irene Schuck hat gute Sachen gemacht, ja, das stimmt. Ja, ganz gruselige Geschichte. Ich weiß nicht, wer den Film kennt, Capote. Da geht es ja letztlich um die Geschichte, wie Kaltblütig entstanden ist, das Buch entstanden ist. Und eine, ja, ein ganz drastischer Kriminalfall, der aber eigentlich doch eher das Drama zum Zentrum hat. Aber unbedingt hören. Absolut. Also ganz, ganz tolles Beispiel. 21. September, NDR Kultur, 20.05 Uhr, das Buch der Fragen von Edmond Jabé. Eine NDR-Produktion aus 2005, die ihr im Anschluss auch nachhören könnt. Das ist ein Hörspiel in der Regie von Kai Krehn. Also aufgemerkt. Um 21 Uhr im HR2 gibt es dann 6.810.000 Liter Wasser pro Sekunde von Michael Butor. SDR NDR Co-Produktion aus 1966. Ja, von Menschen, die sich fressen oder All You Can Eat von Paula Kullmeier, eine WDR-ORF-DLF-Produktion aus dem Jahr 2008. Das könnt ihr auch nochmal hören und zwar läuft das um 21.30 Uhr an diesem Mittwoch beim Deutschlandradio Kultur. Dann zum Donnerstag um 19.04 Uhr gibt es mal wieder zu hören im WDR 3 Lina Roma nach Joachim Ringelnatz, RBB-Produktion aus 2015. Dann On Hearing the Brooklyn Bridge singen in Jiddisch, genau. Hört sich schon auf, von Alvin Curran, eine SWR-Produktion mit dem ZKM und der IMA Karlsruhe 2010 bzw. 2011 Audioart aufgemerkt. Nicht aufgemerkt. Und um 23 Uhr am Donnerstagabend gibt es auf 1 Live dann den ersten Teil von Huhl, Ursendung. Philipp Winklers Hörspiel, WDR-Produktion aus 2016. Ich glaube, das könnte was werden. Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Am Freitag, 23. September, 19.04 Uhr bei WDR 3 gibt es den ersten Teil von Hetzjagd. Ein Hörspiel von Brian Moore oder nach Brian Moore, eine SWR-Produktion aus dem Jahr 1997. Darin geht es um einen Kriegsverbrecher, einen Kollaborateur, der mit den Nazis gemeinsame Sache gemacht hat, aber dies im guten Glauben, dass er die christliche Lehre damit verfolgt, indem er Juden umbringt denunziert und umbringt und seither auf der Flucht ist, aber von der Kirche gedeckt wird. Ja, quasi Verbindungen nutzt, die in höchste politische Kreise gehen. Er wird zum Beispiel auch begnadigt, aber dann wird das wieder aufgehoben. Also es geht immer so ein bisschen hin und her. Und er ist eben auf der Flucht, weil einige aufrechte Staatsanwältinnen und Staatsanwälte hinter ihm her sind, aber auch ja einige Nazi-Jäger aus Israel sind ihm auf der Spur. Und ja, es gelingt ihm immer wieder die Flucht, aber wie der Titel schon sagt, es ist eine Hetzjagd durch zwei Hörspielteile, die wirklich spannend und gut erzählt sind und vor allen Dingen auch wegen diesen Verwicklungen und diesen glaubhaften Verwicklungen von Kirche und Staat das Ganze sehr interessant machen und dadurch ein wirklich guter Thriller entsteht. Also dürft ihr gerne hören. Ich fand es wirklich sehr, sehr gut. Ist notiert. Ja, kam kurzfristig ins Programm. Es war ursprünglich vorgesehen, Grabesgrün zu senden, aber aus irgendwelchen Gründen läuft das nicht. Könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein rechtliches Problem gibt, weil das ja immer auf CD erschienen ist. Und jetzt sendet man stattdessen den Zweiteiler Hetzjagd. Grabesgrün ist auch hörenswert. Wäre es auch gewesen, ja. Am Freitag. Aber das könnt ihr auf CD hören. Genau, richtig. Am Freitag um 20 Uhr im SRF1 gibt es dann La Nuvla da Brava Davant. Wie auch immer man das ausspricht, von Martin Bezzola, der Klanggestalter GmbH mit anschließender Downloadmöglichkeit. Ja, den siebten Teil von Night, auch den könnt ihr downloaden oder eben um 21.05 Uhr bei Bayern 2 schon mal hören, das Hörspiel von Elfriede Jelinek. Oder Petersen im NDR 1, die Folge 22, Freigeister parallel dazu. Ja, oder mal wieder aufgemerkt, ein schönes Hörspiel, was uns im vergangenen Jahr sehr begeistert hat. Doberschütz oder das Gleichgewicht des Schreckens von Tom Peukert, der erste Teil, der läuft am 23. September 22.03 Uhr bei SWR 2. Nicht minder hörenswert, ein Hörspiel von Guido Kin-Costa, RBB-Produktion aus 2013, am Regieputzer Sven Stricker, Schwank Sven Stricker. Um 22.04 Uhr, also parallel, wie gesagt, im RBB gibt es nochmal Jerusalem Desafinado zu hören. Das hatten wir euch, glaube ich, mal vorgestellt, oder? Mir sagt es nichts. Echt? Also ich wüsste nicht, dass wir es vorgestellt haben. So eine jiddische Komödie im Endeffekt, so ein bisschen, was in so Richtung alles auf Zucker geht, aber nicht wirklich. Aber so vom Humorverständnis her. Klar.
Wobei, es gibt da zwei, oder? Gibt es zwei, ja. Ich habe, glaube ich, das andere gehört. Ich kenne das mit der Beerdigung. Das ist die Beerdigung. Das ist dann doch das. Gut, dann habe ich es doch gehört. Ja, höchst unterhaltsam, ganz toll besetzt, bis in die kleinsten Haarspitzen. Ja, eine Mähländer, Nebenrolle zum Beispiel. Ja, also so eine typische Ensemble. jiddische Komödie um eine verstorbene Ja. Großmutter und dann fliegen eben die Protagonisten nach Jerusalem und versuchen da die Beerdigung eben zu organisieren und es passiert halt ein Unglück nach dem anderen und es jiddelt halt an vielen Ecken und ja, also wem so alles auf Zucker gefallen hat, der wird da, glaube ich, bestens bedient, aber nicht nur, also das sollte man sich anhören. Höchst unterhaltsame 50 Minuten. Ja, jetzt wo ich weiß, dass ich es gehört habe, würde ich dem durchaus zustimmen wollen. Ja, ist wirklich toll. Ja, dann gibt es 0:05, das ist der Umklapp am Ah, Samstag, 24. shit. Dezember. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Bitte? Was? Also, ich dachte nur. Ja, 0:05, Deutschlandfunk, der Mitternachtskrimi, 11 Missing Days. Diesmal kein Hörspiel, sondern ein Feature. Und zwar geht es um das rätselhafte Verschwinden der Agatha Christie 1926. Agatha Christie ist, glaube ich, nach der Heirat eine Woche untergetaucht. Und ja, um dieses Untertauchen gibt es einige Mythen, die, so gehe ich mal von aus, einfach hier in diesem Hörspiel bzw. Feature nochmal dargestellt werden. Naja, die Doctor Deswegen. Who-Fans unter euch wissen ja, was passiert ist während dieser Zeit. Ach, gab's da mal eine Folge, ja. Ja, also so ist es ja passiert, ne? Doctor Who ist da Wie gelandet bei Dr. und Who. genau, Doctor Who ist da Ah. gelandet und da war das mit den Bienen, wer sich erinnert, Und den und Bienen. danach war Agatha Christie dann mal kurz in Urlaub. Ja, Okay. so war das. Aber Also gut, da jetzt hätten wir das braucht das Hörspiel jetzt gar gar nicht nicht. mehr zu hören, jetzt Nee, wisst guckt euch die Doctor Who-Folge an. Nein. Das ist auch komisch. Ich glaube, wenn man Doctor Who gar nicht kennt und dann die Folge angucken wird, denken sie, was ist das denn für eine Scheiße? Das ist nämlich sehr humorvoll. Da wird es im Stile Agatha Christie's quasi in der Who-Folge erzählt, so ein richtiger Whodunit, wo dann aber auf einmal große Bienen auftauchen. Typisch Doctor Who halt. Sehr unterhaltsam. Okay. Ja, ich bin totaler Doctor Who-Fan. Ich Ja, finde das dann macht doch einfach total witzig. beides. Macht einfach beides, genau. Oder am Samstag gibt's auch was anderes. Um 14 Uhr, schöne Uhr, im Ö1 Mirandolina von Carlo Goldoni zu hören. ORF-Produktion aus 1974. Ja, oder ihr könnt auch bei Bayern 2 um 15:05 der Rüb von Ludwig Thoma hören. BR-Produktion aus 1983. Ludwig Thoma, da schau her. Ja. Oder um 17:04 im WDR 5 gibt es nochmal den ersten Teil der Hetzjagd zu hören. Drei Mönche ohne Wasser ist ein Hörspiel von Kuiming Yuan und Charlotte Hein. Hein? Ja, Hein heißt es wahrscheinlich. Eigenproduktion zusammen mit der Uni Freiburg aus diesem Jahr ist erstmals zu hören um 18:40 Uhr. Ein Hörspiel für jüngere Ohren und könnt ihr euch dort um 18:40 Uhr gönnen. Dann Wolfgang Ecke, Freunde, aufgepasst. Um 19:05 Uhr im WDR 5 gibt es den ersten Teil von Das Geheimnis der weißen Raben und zwar die WDR-Variante aus 1966. Ja, habe ich ganz frisch Großartig. gehört. Habe ich gedacht, muss ich noch mal, bestimmt noch mal hören. Aber ich habe es tatsächlich auch noch nicht gehört. Ich kenne nur die Maritim-Variante von den Weißen Raben. Aber die WDR-Variante kenne ich nicht. Das ist also quasi der Nachfolgeteil von der Dame mit dem schwarzen Dackel. Den kennen ja wahrscheinlich einige, weil es den ja auch auf CD gab bei Maritim. Die Weißen Raben, die haben es dann, ich glaube, noch nicht auf CD geschafft. Also ich kenne zumindest keine Version davon. Aber nichtsdestotrotz solltet ihr das Ganze hören, weil das wirklich ein schöner Perry Clifton ist, mit einigen, ich sag mal, merkwürdigen Schnitten drin. Also ich fand das schon so eine Herausforderung, dass man teilweise so Szenen gar nicht auflöst und so. Aber es funktioniert und es gibt sehr schräge musikalische Elemente Ich wollte gerade drin. fragen, ob der Butler auch singt. Ja, genau. Tut er? Der Butler Okay. singt und das ist wirklich sehr, 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 sehr lustig. Also so vom Ding her. Und ein spannendes Abenteuer, klar, mit Grusel und Gedöns, das passt schon ziemlich gut und dürfte jüngere Ohren doch wirklich spannend unterhalten. Und uns alte Nostalgie-Freaks, denen dürfte es erst recht Wasser auf die Mühlen sein. Also hört das Ganze, also es ist ein Vierteiler, der startet, wie gesagt, am 24. September 19:05 Uhr bei WDR 5. Gibt es immer dann samstags abends und sonntags die Wiederholung um 14:05 Uhr. Dann Arthur Miller gibt es wieder mal zu hören. Am Samstag um 20 Uhr im SRF 2 Kultur den ersten Teil des Todes eines Handlungsreisenden. Und zwar die DRS-Variante aus 1976. Kenne ich noch nicht Nein, und bin auch ich sehr nicht. gespannt drauf. Nach Aber die Geschichte. dem gelungenen Hörspiel aus der Box, wie hieß die Box noch? Arthur Arthur Miller Miller Box. Box, ja, wie auch sonst.
Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ja, dann gibt es einen Krimi von Dirk Jostrock, eine SWR-Produktion aus 2015. Leichtes Spiel bei in der Info um 21:05 Uhr an diesem 24. September. Jo, dann früh morgens 7:40 Uhr am Sonntag im WDR 5 gibt es den ersten Teil von Stuart's Cape von Sarah Pennypacker. Das ist doch ein Ja, Künstlername, oder? vermutlich. Eine WDR-Produktion aus 2011. Ja, das läuft im Rahmen der, wie heißt das Ganze, Bärenbude. Da laufen immer kurze Facetten von Hörspielen. Also da wird ein Hörspiel auf 9 Teile aufgebläht, obwohl es nur insgesamt 40 Minuten lang ist. Aber also ihr habt dann immer so 5 Minuten jede Woche. Ist ein bisschen mühselig, aber für Wenn die man es eh Kiddies hört, unsere. wahrscheinlich, ne? Eher so. Genau. Eine Wumme gibt es auch, 7:05 Uhr bei Bayern 2. Wumme und Frau Bethmann, Herrn Ernestine Koch, eine BR-Produktion aus 1977. Und im MDR gibt es parallel ein Hörspiel des Rundfunks der DDR, eine Geschichte von Oscar Wilde, nämlich Klein Hans und der starke Hugo. Ja, ein Maloney gibt es um 11:10 Uhr bei SRF3 von Roger Graf und um 14:04 Uhr gibt es beim RBB Kulturradio Der Ballon von Caroline Labusch auch eine Ursendung, die ihr anschließend auch nachhören könnt. Jo, parallel, 14:05 Uhr im HR2 gibt es das Hörspiel Die Rolle meiner Familie in der Weltrevolution von Bora Koschik, eine SWF-Produktion aus 1997. Ja, dann die schon angekündigte Wiederholung um 14:05 Uhr von Den Weißen Raben von Wolfgang Egge. Das Ganze lief bei WDR 5 und im Kirakar. Dann ein Hörspiel von Fritz Sauter, und zwar um 15 Uhr an diesem Sonntagnachmittag im BR2. Der Fliegenforscher möchte Madame Celestine kennenlernen. SWF-SAF-Produktion aus 2014. Ja, den zweiten Teil von Tod eines Handlungsreisenden folgt sogleich um 17:05 Uhr bei SRF2 Kultur. Das Hörspiel von Asa Müller habt ihr dann quasi an einem Wochenende komplett. Jo, dann das Hörspiel Hilda gibt es um 17:04 Uhr an diesem Sonntag im SA2 von Marie Ndai, eine SR-Produktion aus 2000. Florian Goldbergs Meine Goldberg-Variationen, eine WDR-Produktion aus 2012, ist um 17:04 Uhr bei WDR 5 nochmal zu hören. Sehr interessante Aufarbeitung der Familiengeschichte. Also verliert sich ein bisschen am Schluss, aber ist so von der Idee her ganz interessant, weil die Familie Goldberg, also Florian Goldbergs Familie, wird so aus der Sicht der einzelnen Familienmitglieder beschrieben. Und da gibt es dann also so schöne Widersprüche, wie man es aus jeder Familie kennt. Das ist eigentlich wirklich sehr, sehr gut dargestellt. Also könnt ihr gerne mal hören. Oder Düsse Petersen nochmal, die Folge 22 Freigeister gibt es im Nordwestradio parallel. Und dann um 18 Oho. Uhr, eins unserer Lieblingshörspiele, sage ich jetzt, behaupte ich jetzt einfach mal, im Wieso? MDR, das wundervolle Bier auf dem Teppich, ein Menschenexperiment von Ulrich Passange, WDR-Produktion aus 2012. Grüße! Und wie immer, also wer Musik macht, irgendwie in der Band spielt oder gespielt hat oder was oder immer nur ansatzweise an der Band dran war, unbedingt hören. Da werdet ihr so viele Sachen wiedererkennen. Das ist wirklich unglaublich, was in dieses Hörspiel alles reingepackt ist an Klischees und toll gemacht. Echt. Klasse. 18:20 Uhr, dann bei SWR 2 gibt es den Subterranean Homesick Blues von A.L. Kennedy, eine Neuproduktion des SWR, die erstmals zu hören ist und im Anschluss zumindest auch nachgehört werden kann. Oh, Al Kennedy. Das könnte doch was werden. Könnte was werden, ja. Hat das irgendwas mit Radiohead zu tun? Es gibt doch diesen Radiohead-Song. Ist das Original nicht von Dylan? Ah, okay. Heißt es nicht Subterranean Homesick Blues? Subterranean Homesick Alien. Einfach so. Ja, okay. Ah, okay, oder Anstatt Blues. Blues. Wo waren wir? 18:30 Uhr am Sonntagnachmittag. Es ist übrigens Dylan. Es ist Dylan. Ja, also zumindest die Platte hieß Dylan. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es ein Lied dazu gibt, aber die Platte heißt zumindest so. Ja, 18:30 Uhr im Deutschlandradio Kultur gibt es Sie brauchen mehr als die anderen von Michel Cournot, eine BRHAORF-DRS, ja, wer denn noch alles, Koproduktion aus 1964. Ja, 25. September 21:05 Uhr bei NDR Info könnt ihr auch nochmal die lächerliche Finsternis von Wolfram Lotz hören. Und dann gibt es den Umklapp, ja, wenn du nicht willst, Ja, dann. shit. Du guckst bedenklich auf. Habe ich dich nicht schon überholt? Nein, hast du nicht. Nein. Ich bin mit einem riesen Vorsprung reingegangen. Aha, bist du. Um 0:05 Uhr im Deutschlandradio gibt es die Kurzstrecke 54, darin unter anderem Trains Sketchbook von Claudio. Mehr habe ich hier nicht stehen. Doch, Moment. Rochetti. Der hat die Oder Ferrero Rochettis erfunden. ja. Oder das Hörspiel Opfer von Ingo Zimmermann und Alexander Wutzler. Oder, ja, Neues aus der Wurfsendung. Das heißt Ein oder Hörspiel und. bei SRF1 gibt es dann um 14 Uhr am Montag, 26. September, geschenkt von Philipp Palmer, eine SRF-Produktion aus 2002. Ja, 12.
Entschuldigung. Und die Goldberg-Variation gibt es nochmal im WDR 3 um 19.04 Uhr. Und den Genau, Düsseldorf-Petersen 19.05 Uhr eben. im NDR 1. Oder den Fliegenforscher, der läuft um 20.03 Uhr bei BR N2 nochmal. Oder Düsseldorf-Petersen um Ach ja, noch 21.05 Uhr im mal. Nordwestradio. Ja, dann mal was anderes. Ein Spiel von Peter Gugisch, eine Neuproduktion des Deutschlandradio Kulturs, läuft auf dem Krimitermin 21.30 Uhr und ist natürlich die Ursendung. Dann ein Hörspiel von Ingo Schulze gibt es im MDR zu hören um 22 Uhr an diesem Montag. Augusto der Richter, MDR-Koproduktion mit dem BR. Schreck Mümpfeli natürlich um 23 Uhr bei SRF1 und dann gehen wir zum Dienstag, 27. September, 19.04 Uhr bei WDR3 gibt es Kukkalocker von Tom Noga. Ein krasses Hörspiel. Mann, das ist so eine krasse Geschichte. Und zwar geht es um einen, ja, letztlich Touristen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob er eigentlich denn nicht sogar ein Reporter ist. Ja, der sich in eine ungewöhnliche Situation begibt, nämlich nach Bolivien, denn in Bolivien gibt es anscheinend eine Stadt, die ein Gefängnis ist. Also nicht ein abgeschottetes Gefängnis, sondern eine Stadt. Das hat mich doch schwer irgendwie an Batman erinnert, an No Man's Land, denn diese Stadt organisiert sich mehr oder minder selbst. Es gibt da zwar dann auch natürlich auch Aufseher und Polizisten, aber naja, also da herrschen halt irgendwie eigene Regeln innerhalb von dieser Stadt. Und diese Stadt kann man halt irgendwie auch besuchen. Und eben diese Hauptfigur fährt dahin und ja, übernachtet da bei einem und wird von ihm quasi so ein bisschen rumgeführt und ja, in diese komische Regelwelt dieser Stadt auch ein bisschen eingeführt. Sehr, 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 sehr merkwürdig und fand ich packend und einfach ganz merkwürdig. Aber das ist was, was ganz lange hängen bleibt. Also, weil das einfach so jenseits jeglicher Vorstellung ist, die man von Gefängnissen hat und aber gleichzeitig auch von einem Leben innerhalb von der Stadt hat. Es ist krass, dass es anscheinend tatsächlich sowas gibt. Das hat aber wirklich dieses Hörspiel, das ja irgendwie mehr so wie so ein Feature daherkommt, hat das unglaublich hörenswert gemacht. Ist auch ganz toll besetzt. Stefan Kaminski unter anderem, Michael J. Koch. Also auf jeden Fall prominent besetzt und es wirkt halt verdammt authentisch. Also was diesen, ja, das gibt dem Ganzen wirklich so einen Feature-Anstrich, was das Ganze noch merkwürdiger macht, weil man eben in diese Welt einfach reingestopft wird. Und ja, das könnt ihr euch gerne anhören. Kommt natürlich auf 1 Live, logisch. Und könnt ihr auch im Anschluss downloaden und riskiert mal ein Ohr, es lohnt sich. Ja, 19.20 Uhr gibt es da bei SWR 2 das Hörspiel Fußnoten von Tina Saum. Eine Neuproduktion, die ihr auch nachhören könnt. Dann das Hörspiel Nordwestpassage aus 1987, Co-Produktion von WDR, BR und SWF. Das könnt ihr im Deutschlandfunk am Dienstagabend um 20:10 Uhr hören. Ja, dann ein Hörspiel, was ich euch, glaube ich, in einem der letzten Orcaste vorgestellt habe. Langholzfeld von Andreas Jungwirth, eine DLR-ORF-Produktion aus dem, ne, aus diesem Jahr ist es sogar schon. Und das ist bei Ö1 um 21 Uhr am 27. September nochmal zu hören. Dann wird Coca Loca wiederholt und zwar, ach, ich habe Unsinn geredet, jetzt läuft es auf 1 live. Vorher lief es im WDR 3. Also da hat's doch Stimmt. eher seinen Stammplatz. 23 Uhr am Dienstagabend und dann, wie gesagt, Licht unter Tage, der erste Teil, den gibt es am Mittwochabend 19.04 Uhr im WDR 3 zu hören. Hörspiel nach Tennessee Williams, WDR-Produktion aus 2010. Dann gibt es den zweiten Teil von Kaltblütig am Mittwoch, 28. September, 20.03 Uhr bei Bayern 2. Und eine Ursendung. Ein Hörspiel von Akin E. Sipal, NDR-Produktion und das Ganze heißt Santa Monica und läuft um 20:05 Uhr am Mittwoch im NDR Kultur. Ja, noch eine Ursendung, Brennt durch von Sascha Mariana Salzmann, eine HR-Produktion aus 2016. Die läuft um 21 Uhr bei HR2 und das gehört zu diesem großen Bibelzyklus, den der HR seit 2 oder 3 Jahren ja durchführt, indem sie rund 20 Autoren beauftragt haben, sich der Bibel irgendwie mittels eines Hörspiels zu nähern. Und da kam halt eben ein großes Portfolio raus. Und das Ganze wird auch im Oktober beim Hörverlag auf CD erscheinen. Also könnt ihr euch schon mal drauf freuen. 20 oder es sind, glaube ich, sogar mehr als 20 Hörspiele rund um das Thema Bibel. Und eine Ursendung davon ist eben Brennt durch von Sascha Mariana Salzmann. Ich finde das ja ein bisschen merkwürdig, ganz ehrlich gesagt. Dieses Was denn? ganze Riesenprojekt. Ich finde das irgendwie komisch. Kann ich nicht so viel mit anfangen. Ich habe da, glaube ich, noch kein Stück von gehört. Doch, die Tower of Babel habe ich mal gehört und fand es nicht so gut. Interessant ist halt, So dass es übertrieben. wirklich komplett andere Herangehensweisen wahrscheinlich dann sein werden. Aber naja,
Das macht es dann aber auf der anderen Seite irgendwie merkwürdig, da so einen Zyklus draus zu machen. Frage ich mich halt, wo das verschweißende Element dann sein soll. Nur weil es Bibelgeschichten sind, aber die sind ja komplett unterschiedlich interpretiert. Naja, das werden wir Ja, dann das glaube sehen. ich, das Verbindende ist, dass es so unterschiedlich ist. Dass man halt jedem irgendwie die Freiheit gelassen hat. Gott. Gesundheit. Ja, ich habe so ein bisschen eine Bibelallergie, glaube ich. Sehr schön. Am Mittwoch um 21:05 Uhr im NDR 90.3 gibt es Duse Pedersen dann die neue Folge, nämlich die Folge 23 Geheimnisse, ein Hörspiel von Hartmut Cyriax und Peter Nissen, RBNDR Co-Produktion. Ja, 21:30 Uhr spielt bei Deutschland Radio Kultur dann La Musica von Marguerite Duras, eine RBB-Produktion aus 2013. Und den zweiten Teil von Licht unter Tage, 19:04 Uhr im WDR 3. Dann bei SWR 2 läuft am Donnerstag um 22:03 Uhr. Diese Nacht wird alles anders. Discoteca Paraíso von Roland Schimmelpfennig, auch eine Neuproduktion des SWR. Ja, könnt ihr dort erstmals hören. Dann gibt es den zweiten Teil von Huhl, 23 Uhr an diesem Donnerstag auf 1 Live. Ja, am Freitag gibt es dann um 19:04 Uhr bei WDR 3 den zweiten Teil von Hetzjagd von Brian Moore. Habe ich euch ja oben schon vorgestellt. Das gibt es dann auch später am Samstag um 17:05 Uhr bei WDR 5. Jo, dann mal wieder was von Chris Ohnemus, SR-Produktion aus 2016. Was uns trennt, um 20 Uhr läuft das Ganze auf SRF1 an diesem Freitagabend. Ja, den achten Teil von Neid von Elfriede Jelinek gibt es dann um 21:05 Uhr bei Bayern 2. Jo, dann gibt es den Doberschütz, den zweiten Teil um 22:03 Uhr im SWR 2 und den Abschluss macht der Weltknoten von Ronald Steckel, RBB-Produktion aus 2013. Das könnt ihr um 22:04 Uhr am Freitag im RBB hören, natürlich. Ja, und den Umklapp machen wir den nächsten Monat. Genau. Freut euch schon. Ja. Jo, das war's mit dem Es Radio. ist noch gut ausgegangen, liebe Freunde. Ich habe 5:4 gewonnen. Oh. Ich bitte an alle Mathematen, rechne das mal nach. Ich bin aber, glaube ich, mit 4:1 oder so rein. Das war... Na, da habe ich ja ordentlich Ja, aufgeholt. das, wie gesagt, es wird nochmal arschknapp. Ja, so viel zum Radio. Genau. Dann hören wir uns gleich beim Rückblick in den August. Ja, und hört mal in den ersten Umklapp mal nochmal rein. Ich glaube, ich war ein Millisekünstel vor Olaf dran. Das hieß ja, dass dann du gewonnen hättest. Hört einfach mal rein, ja. Ja. Dann bis gleich.